Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, meine lieben Leute. Ich bin Lucida und schön, dass ihr wieder mit dabei seid in Johnson Fury 2. Letztes Mal habe ich einen Fehler gemacht und der Zuschauer-Zeitraffer-Film hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und zwar geht es genau um diesen Zug hier, oder? Ja, genau. Da habe ich gesagt, er soll gefälligst Werkzeug und Siegel mitnehmen. Und angeklickt hatte ich in der Linie hier in den Einstellungen Maschinenteile. Er hat es gemerkt und hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe es jetzt gerade behoben. Genau, das soll natürlich Werkzeuge mitnehmen und nicht Maschinenteile. Liebe Leute, ich bin auch gerade wieder seit einer halben Stunde dabei, hier rumzugucken und dies und da irgendwo was zu machen. Und ich denke mal, das ist einfach zusammen. Es gibt wirklich unfassbar viel zu tun. Wir wollen die Städte besser versorgen. Wir müssen gucken, dass der Stau weg ist. Wir müssen gucken, dass alles besser funktioniert. Und ja, es ist unheimlich viel zu tun. Ich war jetzt gerade hier in Las Honigblume beschäftigt. Und wir gucken jetzt zusammen nochmal drauf. Da ist Stau. Und das ist eigentlich Rückstau von hier irgendwo. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal schon was gemacht, dass die hier besser durchkommen. Tun sie nicht, jetzt ist da wieder Stau. Ich habe auch gerade eben schon mal die Straße hier zwischen den beiden Orten verbreitert, weil wir hier eine breitere Straße haben, vierspurig, und da hinten wieder, und da ist irgendwie doof, wenn die dann hier sich da auf eine Spur zusammendrängen müssen und hinterher doch wieder auseinanderfächern. Ist irgendwie doof, aber jetzt sind sie da schön durchgefahren, wunderbar, aber jetzt stecken sie doch wieder irgendwo fest hier. Ah, hier an dieser beknackten Kreuzung mit links der Wiegespur und irgendwelchen Trotteln, die da reingeschossen kommen hier. Ach. Sollen wir das noch breiter machen? Wir machen das mal noch breiter. Ja, liebe Leute, Vordestau ist Nahtestau, Nahtestau ist Vordestau, es geht immer weiter. Jetzt habe ich sogar hier die Hochhäuser weggemacht. Ah. Es hört niemals auf. Ja, also mal gucken, ob das jetzt besser funktioniert. Ansonsten noch eine Brücke. Und irgendwann sind keine Hochhäuser mehr da. Ja, müssen wir mal schauen. Ich habe ja auch jetzt schon in diesen Städten nebenbei ganz viel hier die Straße war so ein bisschen angepasst und kleinere Straßen gemacht. Statt größeren. So, um hier Hauptrouten sozusagen zu definieren. Ja, na gut, also wir müssen mal schauen, ob es hier besser wird. Wenn es dort besser wird, dann wird es auch in Honigblume besser und dann wird es auch in Dirk besser. Ja, Dirk ist gerade ganz schlimm. Da geht es auch ordentlich bergab. Habe ich vorhin gesehen. Ja, es geht steil bergab. In Honigblume war ich auch gerade und habe da ebenfalls die Straße ein bisschen angepasst. Die Straßenhierarchien ist immer noch absolutes Chaos. Deswegen denke ich jetzt, wir gucken jetzt hier mal ein bisschen nach der Stadt und schauen, dass wir da alles ein bisschen besser hinbekommen. Stau ist da rückstaumäßig hier unterwegs. Ansonsten geht's zum Glück. Was ist hier los? Kreuzungsstress. Ja, Kreuzungsstress. Aha. Wollen wir das vielleicht mal ein bisschen breiter machen? Ja, die wollen ja anscheinend in alle Richtungen. Ist es zu glauben? Ernsthaft? Ja, Mann, das ist mal ein bisschen... Steigung zu groß! Oh, ja. Ah, ich gehe kaputt. So was Ärgerliches aber auch. Okay, wir machen die einfache Lösung erstmal das hier ein bisschen breiter. Hier auch. Das könnte auch schon ein bisschen was helfen. Aber schön wäre es natürlich, wenn wir hier auch breiter machen würden. Dass die sich entscheiden können, in welche Richtung sie wollen. Und dann würden wir nicht diesen Rückstau haben. Aber, was ich auch noch machen wollte. Ich bin einfach nicht gut in innerstädtischem öffentlichen Verkehr. Also öffentlichen Verkehrsmitteln bin ich einfach nicht gut. Und ich versuche mich mal ein bisschen zu bessern. Es geht sogar hier noch. Wir sind hier innerörtlich auf 2% Liniennutzung. 2% Liniennutzung. Das könnte natürlich besser gehen. Und ich sehe hier, wir haben hier im Prinzip eine Kreislinie, das ist diese gelbe hier. Aber dieses Stadtteil und dieses Stadtteil, die haben keine Anbindung, keine Linienanbindung. Und hier drüben auch nicht. Also wir könnten mal gucken, dass wir eine weitere Linie drauf machen. Hier ist die Nutzung dieser Linie. Boah, macht feine Verluste, wunderbar. Na okay, man sieht doch nicht, dass da irgendwelche Leute an der Haltestelle rumstehen. Kein Wunder. Ah, das funktioniert nicht so gut. Da müssen wir wirklich, denke ich mal, gucken. Und wir gucken jetzt auch mal hier in die Stadtteile rein. Ja, das ist also eher so mäßige Verbindung. Soweit ich mich erinnere, ist es ja so, die wollen von grün in blau und von blau in gelb. Also im Prinzip so ein Kreis, wie wir es ja eigentlich auch immer machen. Aber wir müssen das einfach besser verbinden. Also hier unten ist überall nicht angebunden. Und ich denke, das machen wir jetzt mal hier in Honigblume. Wir fangen an mit einem Bahnübergang hier irgendwie.
Ich denke, wir wollen ja eine große, große Kreislinie am Ende noch drauf machen. Also die bestehende kleine Kreislinie lassen wir. Ich habe sie auch vorhin schon so ein bisschen verbessert. Das war hier Kraut und Rüben. Man sieht es vielleicht hier, dass ich ein bisschen abgerissen und neu gebaut habe. Das war absolut Kraut und Rüben hier. Weil, also gerade hier, dieses Ding hier, das war vorhin gar nicht so da. Da ging die Kreuzung von hier, glaube ich, so rüber und dann irgendwie, weiß ich nicht, da drauf oder irgendwie so. Und also komplett schief und ständig abbiegen. Also das war absolut kaputt. Komplett kaputt. Ungefähr so, so wie hier, ungefähr. Ganz schlimm. Gut, also wir machen jetzt hier als erstes mal eine Brücke oder irgendwas drüber, dass da Busse rüberfahren können. Wir kommen mit unserem Bus dann hier entlang. Wir kommen von hier. Also hier unten, wir fahren drunter durch. So, dann kommen wir hier entlang, halten hier immer wieder an. Müssen gucken, dass wir vielleicht über diese Straße irgendwie rüberkommen, ohne die Leute zu stören, die da langfahren. Noch sowas hier. Ich hasse sowas. Egal. Genau, dann fahren wir. Vielleicht. Ach komm, wieso? Machen wir das doch gleich mal hier hin, oder? So, wir halten dann hier an. Wir kommen von hier und wir machen vielleicht hier eine Brücke irgendwie rüber. Müssen wir gucken. Dann machen wir hier eine Haltestelle hin. Dann nehmen wir das alles mit. Dann machen wir hier, weiß ich nicht, eine Brücke oder Unterführung. Hoffentlich klappt's. Hierhin, das wäre super, weil da können wir hier einfach geradeaus durchfahren, ohne abbiegen zu müssen. Das würde ich sehr gerne machen. Da setzen wir uns gleich dran. Und dann lassen wir hier anhalten. Fahren hier rüber. Da müssen wir gucken, wie wir hier rüberkommen, ohne allzu sehr zu stören. Das... das macht mich wütend, sowas. Das macht mich komplett, komplett irre, sowas. Also ernsthaft. Leute. Diese Irren. Also ernsthaft. Da fehlen mir die Worte. So. Ja. Machen wir es so. Wir fahren dann hier entlang. Da abbiegen, ja, ist klar. Hier haben wir irgendwo eine Unterführung. Achso, die ist hier. Die ist ja wirklich super hier, diese beknackte Unterführung. Oh, wie das aussieht. Sorry, Hundlue, wir müssen hier abreißen. Das geht hier so nicht. Kein Zickzack, kein Zickzack. Okay, wir reißen hier nicht ab, aber wir machen das ein bisschen anders. Wir lassen die Familie aus hier abbiegen, dann sind wir hier und dann fahren wir aber komplett mitten durch. So. Ja, das geht noch einigermaßen. Was hat er gesagt? Da, wo die Busse langfahren, da machen wir auch eine große Straße, würde ich sagen, dass die da gut durchkommen. So. Gut, jetzt sind wir dann also hier unten drunter durchgefahren. Machen hier natürlich gleich eine Haltestelle hin. Hier geht's weiter. Und dann sind wir im Prinzip wieder hier. Auf der alten Linie. Die kommt von hier und geht dann hier entlang. Da würde ich sagen, von mir aus kann man die mitnehmen. Von mir aus kann man auch hier anhalten und hier anhalten. Aber wir müssen dann eben wieder hier runterkommen. Damit kommen wir wieder da raus, wo wir vorhin angefangen haben. Okay, liebe Leute, ich habe die Linie fertig. Sie ist riesig geworden. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Sie geht jetzt hier außen rum. Es sind 13 Haltestellen. Also ein riesiger Kreis. Ich habe es auch geschafft, hier ganz schöne Brücken hinzubauen. Das klappt ganz gut hier. Auch hier klappt's. Also wunderbar. Jetzt packen wir da bloß auch Autos drauf. Und dann kann es losgehen. Ich hoffe, das hilft der Stadt vielleicht ein bisschen weiter. Halt! Was ist denn hier los? Wieso sind hier denn LKWs drin? Ah, oh, das erklärt so einiges. Das zeige ich euch gleich. Ballern wir erstmal dann ein paar Fahrzeuge drauf. So, so ab auf die Honigblume großer Kreislinie. Wunderbar. Und diese beiden LKWs, die hier übrig sind. Ich habe nämlich gerade eben was anderes entdeckt hier in der Linienübersicht. Wir haben hier eine Linie für Maschinenteile, die anscheinend, da habe ich mir anscheinend mal Mühe mitgegeben. Ja, sogar mit Wegpunkten, mit allem drum und dran. Aber es ist nichts drauf. ich habe nichts gesagt. Gut, okay. Da gucken wir, dass wir die jetzt drauf machen hier. Ohne die Maschinenteile. Ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich da wohl was vergessen vielleicht. Es kommen anscheinend auch so schöne Maschinenteile an, aber es könnten ruhig noch ein paar mehr sein. Die werden hier hingeliefert, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist das auch gut? Ja, ist ganz okay. Meine Güte, das ist Maschinenteil City hier. Ist ja unglaublich. Ja, wunderbar. Dann haben wir das jetzt gemacht für Honigblume.
Und wir lassen es jetzt mal so ein bisschen vor sich hin brüten und gucken, was passiert. So, jetzt schauen wir rein, was der Stau mittlerweile macht. Aha. Ja, mal so ein bisschen was Stau. Immer noch an dieser Kreuzung. Aber es ist eigentlich nicht so schlimm. Also da steht nicht viel. Müssen halt beobachten und dann gucken. Und hier hat sich's aufgelöst und hier wird sich's, denke ich, dann auch auflösen. Ja, eigentlich gibt es keine großen Gründe, hier im Stau zu stehen. Es sind halt eigentlich zu viele Kreuzungen hier. Das sehe ich ein. Deswegen kommt das jetzt auch weg hier. Ich würde sagen, wir lassen das mal so und gucken, was passiert. Okay, dann gucken wir uns aber unsere Maschinenteile an, liebe Leute. Wir haben ja vor einiger Zeit zwei Maschinenteilfabriken hingebaut. Und die sind nur so mäßig ausgelastet. Und genau, da sind wir eigentlich noch dabei, einen weiteren Zug zu bauen und zu kaufen, der das alles abtransportieren kann. Also hier liegt ein bisschen viel rum und der kann das nicht alles transportieren. Deswegen würde ich sagen, den Zug hier werden wir jetzt gleich klonen. Sobald der hier durchgefahren ist und da hinten irgendwo ist, dann klonen wir, dann kommt hier ein zweiter Zug raus und dann wird das alles besser. Und bis dahin sollten wir natürlich gucken, dass wir die Strecke irgendwie, weiß ich auch nicht, aufteilen. Theoretisch wird es sich anbieten, dass die sich hier in der Mitte treffen können und sich da ausweichen. Dann brauchen wir kein Ausweichgleis bauen. Ich glaube, wir machen das. Okay, also die können sich hier wunderbar ausweichen und jetzt guck mal hier, der hat hier jede Menge Stahl mit dabei und hier liegt immer noch genügend rum. Wobei, ich weiß nicht genau, ob es sich wirklich lohnt, noch einen zweiten, genau diesen hier zu machen. Dann hat man nämlich wahrscheinlich zu viel. Wir können ihn aber auch kürzen. Und dann klonen. Der hat eine Rate von 800. Und wir brauchen eine Rate von. Ich muss ja eben kurz durchzählen. Ja, theoretisch brauchen wir tatsächlich eine Rate von 1600, also die doppelte Menge. Aber praktisch laufen die nicht auf voll hier. Die laufen irgendwie nur auf die Hälfte irgendwie oder nicht mal. Also, ja, die doppelte Menge werden wir aktuell nicht brauchen. Wir können aber den Zug dann verkürzen, tatsächlich, wenn er hinten angekommen ist. Und dann klonen wir den dann. Und wenn nötig, können wir ihn ja noch verlängern dann. Also, wir machen ihn ein bisschen kürzer. 580 Kapazität ist natürlich wahnsinnig schön, aber wir machen ihn ein bisschen kürzer. Sollen wir auf 500 Kapazität gehen? Dann gehen wir auf 480 Kapazität. So, und jetzt wird der Kollege einfach geklont. Washington 2. So, wunderbar. Den lassen wir mal kurz anhalten, damit die einen schönen Takt bekommen. Der zweite ist jetzt hier. Und ja, kommen Sie da raus oder nicht? Hallo? Da ist er. Meine Güte, der hat sich da drin ganz schön zusammengefaltet. Okay, jetzt zeigen Sie mal her. Rate 1300. Das passt für den Moment, würde ich sagen. Eigentlich wollten wir die 1800, aber. Stimmt gar nicht, 1600 bräuchten wir, aber das kriegen wir aktuell noch nicht hin, also gucken wir mal. So, jetzt lassen wir den losfahren, den Kollegen hier. Fahren Sie los! Jo, damit sollten wir hier die Maschinenteile so richtig zu glühen bekommen. Was ist hier los? Oh, Stau! Jetzt steht die im Stau! Also, das will ich aber überhaupt nicht sehen. Was ist denn hier los? Wieso ist hier Stau? Ich gehe kaputt. Okay, wir machen das anders hier. Wir wollen hier keine T-Kreuzung haben. Wir hassen T-Kreuzung. T-Kreuzung ist der Tod. Wir ändern das mal hier in eine Kurve. Und dann ändern wir das hier in Auffahrt, weil hier fährt sowieso kein Mensch lang. Glaube ich. Ich glaube, da ist nichts los. Ah, bisschen was ist los. Aber gut, die paar Trottel, die können hier auch so drauf fahren. Okay, warum ist hier Stau? Das darf nicht sein. Das haben wir so nicht gewollt. Was ist hier los? Aha. Wegen dieser elendigen Kreuzung ist hier Stau oder was? Wegen diesem elenden LKW ist hier Stau. Ist es zu fassen? Okay, wir machen das gleiche wie immer. Wir verbreitern das. Die Busspur. Und da sollte es hoffentlich besser werden. So. Dann gefällt mir nicht, dass wir jetzt hier eine breitere Straße haben oder eine schnellere Straße, muss man sagen. Das ist eine schnellere Straße. Wir machen die auch wieder kleiner. So. Und hoffe, das wird. Okay, liebe Leute, und zum krönenden Abschluss heute, nach all den kleinen Optimierungen, die wir heute gemacht haben, gucken wir mal in die Fahrzeugstatistik rein und gucken uns an, was für uralte Fahrzeuge wir haben. Wir haben nämlich wirklich, ich habe es auch mal gesehen, wir haben wirklich uralte Fahrzeuge und das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe hier mal kürzlich mal runtergescrollt. Guckt euch das mal an. Ich habe übrigens gerade 5 FPS. Wahnsinn.
Wie viele Fahrzeuge das sind hier? Das ist der Hammer. Wir sind allein bei Straßenfahrzeugen bei über 1400 Stück. Also, das ist schon der Wahnsinn, was hier alles simuliert wird. Genau, also wir haben hier auch alte Fahrzeuge, sehr alte Fahrzeuge. Und damit meine ich nicht die Förderbänder, damit meine ich eher hier sowas. Was sind das? Öltransfer, meine Güte. Oh, wo ist das denn? Ah, hier, okay. Ja, okay, das ist wirklich nicht so wichtig. Ja, das hat eigentlich immer ganz gut gepasst. Aber jetzt, diese Zeit ist zu Ende, wir machen da ordentliche LKWs drauf, wie sich das gehört. Hier, Tanklastzug Lucida. Machen doch die mal. Davon können wir wahrscheinlich die meisten wegmachen. Ich denke mal, wir machen alle bis auf zwei weg. Und ist immer noch zu viel. Okay, unglaublich. So, zeig mal her, wie der Kollege aussieht. Aha. Ist auch nicht mehr ganz taufrisch hier, der Kollege. Ah, sehr schön. Ja, das hat der Rico hier auch gemacht. Da ist auch mein Schildchen hier drin. Wahnsinn. Absolut begeistert. Okay, was für den hier? Also das, sowas wollen wir eigentlich nicht mehr auf dieser Karte haben. Rate 438, das ist natürlich eigentlich sogar zu viel. Wir tauschen auch die aus. Gegen diese schönen Trucks. So. 468, ja, das ist eigentlich zu viel, egal. Okay, wunderbar, das haben wir gemacht. Wie geht's weiter? Hier, immer noch uralte Straßenfahrzeuge. Ist es zu glauben hier? Wo ist das denn? Oh, nicht zu fassen. Wie alt ist das Ding denn hier? 227 Jahre, ja, wunderbar. Wo ist das? Rohölzulieferung. Wo sind wir denn hier? New Brumi? Ah, so, ja, ja, die bringen hier das Zeug da zum Flughafen rüber. Ist auch nicht so wichtig. Da ist eigentlich ja egal, was da fährt. Da sind Emissionen auch nicht mehr so schlimm und sowas. Aber wir machen das einfach. Wir tauschen das aus. Muss alles seine Richtigkeit haben. So, eine Rate von 473 ist zu viel, aber ich habe es gerade getestet, es geht nicht anders. Ist doch eigentlich auch mal ganz befriedigend, hier in diese alten Dinger reinzuschauen und die mal auszutauschen. Jetzt haben wir hier wieder ganz viele Förderbänder, da scroll ich mal runter. Da haben wir tatsächlich noch so ein altes Teil. Wo sind wir hier unterwegs? Ah ja, okay, hier bei San Sponsolino. Die bringen Rohöl hier zum Flughafen. Auch nicht so wichtig, aber... So, auch hier haben wir es verbessert. Ich wünschte, wir würden mal irgendwas verbessern, wo es auch wirklich jemanden tangiert, wo es die Stadt betrifft oder wo es wirklich was bringt, dass wir weniger Fahrzeuge auf die Linie machen. Aber wir gucken mal weiter, was es hier noch gibt. Ja, okay, ich sehe schon. Also ich glaube, über die Hälfte der Fahrzeuge, die wir hier haben, sind tatsächlich irgendwie so Förderbänder. Ich überlege gerade, ob diese Förderbänder das Spiel irgendwie komplett zum Ruckeln bringen oder so. Ob es wirklich so klug ist, so viele Förderbänder zu nutzen. Na, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier haben wir noch so einen alten, was ist ein MAN? Der fährt sogar mitten in der Stadt. Ah, da können wir das machen. Oh, wie sehen die denn alle aus? Oh nein, komplett runtergekommen. Also wir tauschen die jetzt mal aus und dann werden wir die auch alle auf einen hohen Unterhalt setzen. Das habe ich übrigens mit den Zügen, glaube ich, sogar insgesamt gemacht, im gesamten Spiel, meine ich. Züge müssten jetzt alle in sehr gutem Zustand sein oder zumindest gut. Ich weiß nicht, wie geizig ich war. Okay, wir tauschen jetzt die mal aus hier. Wir sind hier in New Noom. Ah! Oh, Schande, die Stadt ist gewachsen. Da haben wir seit Ewigkeiten nichts mehr dran gemacht. Da haben wir wirklich gar nichts mehr gemacht. Was bringen die Werkzeuge? 11 Stück. Ach, komm schon, ey. Okay, das ist nun wirklich nicht ganz so toll hier. Auch hier müssen wir gucken, dass da mehr Werkzeuge reinkommen. Ist natürlich schwierig, die Werkzeuge zu besorgen. Aber okay, die wollen gar nicht so viel. Die haben keinen so riesigen Bedarf, aber von daher passt das hier schon. Auch nur ein einziger LKW. Okay, na gut. So, der wird auch ersetzt. So, also, wenn wir jetzt schon hier sind, dann machen wir das mal. Also, eigentlich müssen wir das sowieso machen, dass alle Fahrzeuge bis auf die Förderbänder in einem besseren Zustand sind. Das kann man sich ja nicht mehr angucken. Heutzutage mit 8 Milliarden Dollar muss eigentlich besser gehen. So, wir machen das jetzt einfach so. Wir gucken uns diese Stadt an. Alles, was wir hier sehen, werde ich jetzt hier anklicken. Alle Linien und dann machen wir die einfach auf hohen Unterhalt. So. Da sind auch Züge mit dabei. Mit sehr gutem Zustand, möchte ich behaupten. Ja. Gut, ja, wir machen das. Sehr hoher Unterhalt, wunderbar. Ah, das ist ein gutes Gefühl. So, einen weiteren machen wir noch. Gucken wir mal, was wir sonst noch so haben. Oh, was? Nochmal so ein altes Teil. Wieder so ein einzelner. Ach, hey.
Ah ja, der bringt Werkzeuge von hier in die Stadt rein. Auch um die haben wir uns schon seit Ewigkeiten nicht mehr gekümmert. Little Pierre de Lyon, ich glaube, da ist eigentlich alles sonst ganz gut. Die bedarf einfach nicht so viel Aufmerksamkeit. Okay, na gut, wir tauschen ihn aus. Und auch hier mal dieses Späßchen, dass alle Fahrzeuge, die hier rumfahren, eine sehr hohe Wartung bekommen. So. Gut, immer schon dabei sind, machen wir den ja auch noch. Skarabäus. Wo fährt er hin? Hier rüber. Dogwood Street. 204 Jahre alt. Ja, machen Sie mal. Gut, und noch hier sitzt ja alles auf eine hohe. Sehr hohen Unterhalt. Wunderbar. Also, jetzt haben wir schon einiges getan, dass wir demnächst ärmer sind, weil das kostet natürlich ordentlich viel Geld. Und jetzt wollen wir noch ganz kurz einen Blick werfen, wie es jetzt hier aussieht. Hier, New Bomi, alles wunderbar hellblau. Das ist schön. Hier haben wir noch Probleme in Honigblume. An dieser einen Kreuzung. Aber das läuft eigentlich. Das läuft eigentlich gar nicht so schlecht. Da kann man, glaube ich, nicht allzu viel sagen. Es ist ein bisschen Stau, aber das ist nun wirklich nicht so schlimm. Ja, wobei, es sieht schon Rückstau hinter sich her. Wobei, es ist ja deutlich besser geworden. Okay, was ist hier das Problem? In Dirk. Ach so, das ist der letzte Rest Stau. Das löst sich auf hier. Da wird, glaube ich, auch bald nichts mehr sein. Das sollte eigentlich alles gut sein. Allerdings sehe ich, dass hier eine Haltestelle ist. Gucken wir doch, dass wir die woanders hin machen. Machen wir die einfach. Wenn wir eh schon eine Bushaltestelle hier, eine Busspur haben, dann können wir sie auch hier hin machen. So. Und nicht hier hin. So. Wunderbar. Ich hoffe, das ist doch sinnvoll. Schauen wir mal schnell. Ja, das ist genauso sinnvoll, würde ich sagen. Gut, meine lieben Leutchen, heute haben wir viel rumgeschraubt. Ich denke, nächstes Mal werden wir weiterschrauben. Ein paar von euch haben ja auch gesagt, ich soll nach dem und dem gucken. Und ich habe geguckt, aber ich habe nicht allzu viel geschafft. Was denn hier? Diese KI. Es ist mir komplett bewusst. Also, es könnte an vielen Ecken noch besser laufen. Hier in Big Empolis haben wir, glaube ich, immer noch keine ordentliche Ziegeversorgung. Das müssen wir dringend besser machen. Die kommen per Schiff und es klappt nicht so gut vorbei. Steigt steil an, da kann man eigentlich nichts sagen. Aber gut, also es gibt unheimlich viel noch zu machen hier. Und ja, nächstes Mal geht's weiter. Ich freue mich. Macht's gut, bis dann.